Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu H1Z1. Das war die Begrüßung von dem Gerl hier. So fange ich meine Aufnahmen jetzt immer an. Das ist ein Zeichen. Ein sehr gutes Zeichen. Ich bin gerade vorhin schon gestorben. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe versucht, meine Aufnahme irgendwie geregelt zu kriegen. War nicht ganz einfach. Denn ich habe ein neues Aufnahmeprogramm und da musste ich mich erstmal reinfuchsen. Und nun gut, ich habe mich reingefuchst in diesen ganzen Debakel. Und jetzt kann es endgültig mal losgehen mit einer Aufnahme von H1Z1. Selbstverständlich doch im PvE. Ich hatte ja euch nämlich gesagt gehabt, oder in der ersten Aufnahme gesagt gehabt, ich werde das so machen, dass wir immer wenn ein Update kommt, ich euch das vorstelle, was hat sich geändert und so weiter und so fort. Das Gute ist einfach, es sind nicht so viele Änderungen immer, aber dafür aber auch sehr wichtige Änderungen. Und wir gucken uns sie auf jeden Fall immer mal schön brav an und werden uns sonst auch irgendwie alles regeln und meistern hoffentlich. Ich habe sehr viel Zeit verbracht im PvP-Modus. Ich würde mal sagen, jetzt mittlerweile sind es 55 Stunden habe ich PvP verbracht. Und PvE eigentlich noch gar nicht. Denn das liegt auch ein bisschen daran, weil ich mich erst mit dem PvP vertraut gemacht habe. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann es jedem an Herz legen, PvP zu spielen. Die Anfänge waren natürlich viel, viel besser, denn jetzt ist das ja mittlerweile so ein Häschen. Jetzt ist das mittlerweile so, dass einfach das so ist, dass es zu viele Waffen gibt. Ich weiß nicht, ob es im PvE anders ist, aber auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass es ziemlich schrecklich ist. Aber so wie ich das sehe, ist der PvE-Modus netter auf jeden Fall. Wir werden in dieser heutigen Folge Folgendes machen. Und zwar werden wir versuchen, das ein oder andere Rezept zu erlernen. Und dann uns vielleicht irgendwo aufbauen. Das müssen wir aber mal gucken, weil ich habe wohl gelesen, dass... Was heißt gelesen? Ich habe es auch selber mitgekriegt, dass Barrikaden, Shelter oder wie auch immer sehr leicht kaputt gehen und das soll uns... Alter? Das hat mich ja schon ein bisschen erschrocken, ne? Dass wir uns da noch nicht aufbauen, so direkt. Sondern erstmal jetzt sowieso sammeln und Rezepte herstellen können. Und dass wir dann erstmal soweit sind. Ich meine, bis wir soweit auch überhaupt sind. Guck mal, hier habe ich gerade vorhin was aufgehoben. Jetzt liegt hier schon wieder alles rum. Was ist das denn da? Ich lass dich nicht rein, ich lass dich nicht rein. Welche Mistviecher. Die sind echt nervig. Ja, Wasser. Du Schlingel, du. Du kickst eine links und rechts und geradeaus und bam und bam und bum und bam und bam und bam und bum. Da ist der nächste. Wartet mal, ich habe eine Idee. Weil ich ja jetzt auch blute. Wie so ein Hund. Wir machen erstmal Discover. Damit fangen wir an. Dass wir jetzt die ersten Rezepte jetzt erstmal lernen. Auch für diejenigen unter euch, die das jetzt noch nicht so kennen. Unter Discovery kann man alles reinschreiben. Wenn wir jetzt so eine Beere reinmachen, dann könnten wir also noch zwei Rezepte herausfinden, was man da so mitmachen kann. Ist ganz klar, mit einem Woodstick. Brauchen wir nur reinlegen und dann können wir jetzt schon was machen und zwar für einen Bogen Pfeile herstellen. Das ist ziemlich toll. Das können wir jetzt schon mal machen. Und wenn wir den Woodstick da jetzt nochmal reinlegen,
oder die 2-Wutzig, können wir auf einmal nochmal was covern. Dann haben wir diese Punjabi MC, kennt einer Punjabi noch? Diese komischen Streichhölzer. Das sind natürlich Speere, die aus dem Boden rausragen. Also zur Verteidigung hilft Hunds gemein gegen Zombies. Das will man gar nicht erahnen. Für Spieler macht das anfangs, glaube ich, 2% Schaden und dann erhöht sich das immer mehr, wenn der Spieler da drin stehen bleibt in diesen Speeren. Aber für die Zombies ist es natürlich noch gefährlicher. Es kommt immer auf die Anzahl also an, wie viel ihr hier habt. Und jetzt können wir 16 machen. Das ist natürlich krass, wenn wir jetzt 16 machen können. Und ihr seht ja, das ist, wird grau unterlegt. Das heißt, dann können wir hier wie Scrap of Clothes hier noch zunehmen. Und tatsächlich, zack, da haben wir schon wieder ein Rezept. Wir können einen Bogen herstellen. Ziemlich gut. So einfach geht das mit dem Bogen. So, wenn wir das jetzt nochmal weiterführen würden. Wir haben ja jetzt dieses Scrap of Clothes. Jetzt haben wir noch 3 weitere Rezepte, was wir jetzt hier noch machen können mit. Also ziemlich cool. Wir machen das mal mit Scrap Metal. Was haben wir da? Eine Hatchet. Also eine kleine Axt haben wir dafür. Sehr gut. Dann können wir nämlich Bäume fällen damit mit dem Ding. Ich mach das mal einmal rein. Oh, jetzt können wir dann nichts mehr mitmachen, das war's. Okay, also die Anordnung ist auch scheißegal, wie ihr das anordnet. Das hat damit nichts zu sagen und überhaupt nichts. Dann haben wir hier Metal Bracket, auch nicht schlecht. Zum Bau von Toren auch geeignet. Oder braucht man sogar? Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Sheltern genauso ist. Konnte man da irgendwas reinsetzen? Nein, konnte man nicht. Scrap of Clothes machen wir auch mal, dann können wir einen Satchel herstellen. Ist ein kleiner Sack, den man bei sich trägt, ist ziemlich gut zu gebrauchen. Wenn man zum Beispiel keinen Rucksack hat oder so, oder keinen gefunden hat, dann hilft dieser Beutel hundsgemein. Jetzt ist natürlich die Frage, das war's jetzt erstmal, ne? Ja, das ist jetzt doof. Was brauchen wir denn? Ach, wartet mal, ich habe hier noch einen Brunch. Den muss ich jetzt mal eben hier mit reinstecken, weil das, was man hier trägt, das hat, kann man leider nicht reinziehen in dieses Rezepte-Ding. Wenn wir jetzt den Brunch haben, ne, da seht ihr ja, wir können 2 Rezepte herstellen. Scrap of Clothes. Ah, verdammt, geht nicht. Okay. Verdammt, dann brauche ich jetzt noch einen anderen Rohstoff. Was brauche ich denn da wohl noch? Was habe ich denn jetzt für Crafting-Rezepte? Also eine Axt, das. Lasst uns mal einen Bogen herstellen. Und dann machen wir noch die dazugehörigen Pfeile. Leider haben wir nur einen Pfeil, aber egal. Besser als nichts, sage ich mal. Obwohl, das ist eigentlich nichts. Liegt denn noch irgendwas? Oh, ein Woodlock. Den nehmen wir doch gleich mal mit, den Woodlock, weil dann können wir doch glatt bestimmt noch mal. Nein, wir können gar nichts draus machen. Wieso das denn? Kann ich daraus. Ach doch, ich kann daraus eine Wutplanke machen. Ich brauche eine Axt. Ja, doof gelaufen. Habe ich nämlich nicht. Ich habe keine Axt, aber die lässt sich alles finden. Das lässt sich alles finden. Also das ist doch gar kein Problem für uns. Komm, bringen wir es zu Ende. Mein Kumpel. Dann haben wir es nämlich hinter uns, nicht wahr? Du hast da was in der Nase stecken. Oh Mann. Süß, oder? Gibt uns den. Ah, er gibt uns den wieder. Ist also kein Geizhals. Finde ich gut. Oh, was liegt da denn wohl? Munition. Das braucht ja also irgendwie rekordverdächtig immer alles hier. Das essen wir, das nehmen wir gar nicht auf. Das essen wir jetzt. Kann man so machen. Dann braucht man sich erst in eine Tasche packen. Und vor allen Dingen hier braucht man sowieso keine Angst zu haben im PvE. Da die lieben Leute hier in der Umgebung hier sowieso eigentlich töten können. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man vom Auto überfahren wird. Da wäre es mal interessant, wenn ihr da schon Erfahrungen gesammelt habt, wenn man vom Auto überfahren wird oder nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, weil mich interessiert das hundsgemein, ob man überfahren werden kann und dann tatsächlich sterben kann somit. Hat man jetzt gerade noch irgendwas gefunden? Ach, hier, Metal Sheet. Oh, eine Pipe. Ja, da kann man auch einiges draus machen. Ach, das war's schon. Okay. Dann war's das. Ihr könnt natürlich die Kisten, diese Holzkisten, die hier neben mir sind, zerstören, aber. Aber. Wir laufen mal da hinten hin, da waren wir ja noch gar nicht. Und ist da wieder was auf dem Tisch gespawnt? Ne. Gehen wir einfach mal weiter.
Es ist auch tatsächlich so, wenn man länger sich an einem Ort aufhält, dass die Zombies dann mehr oder weniger durchdrehen wollen. Am liebsten. Boah, ich bin mal heute im PvP. Da hat jemand vor unsere Basis eine Mine gelegt. Und ich dachte, die wäre nur für Fahrzeuge, die Mine. Aber dem war nicht so. Guck mal, wir haben Messer. Sehr gut, dann können wir das nämlich jetzt, die Woodplanke daraus machen. Und mit der Woodplanke können wir dann, glaube ich, wieder was Neues craften. Craften! Oh ja, Metal Sheet mal versuchen. Was haben wir da? Metallwall. Ah. Und schon können wir einen Metallwall herstellen. Ziemlich cool. Könnten wir daraus noch irgendwas machen? Nein, ne? Ach doch! Cool. Was denn daraus noch? Oh, ach, ah ja. Aus Metall so eine Hütte. Komplett Metall. Das Problem an dieser Hütte ist allerdings, ihr könnt dort keine Tür einsetzen. Zumindest geht es noch nicht. Aber die Tür bleibt offen. Also da kann man keine Tür reinsetzen und das Ding bleibt einfach offen. Das ist dann natürlich ein bisschen uncool, wenn man sich schützen möchte. Was ist das denn? Okay, eine Machete. Also, manchmal müsst ihr echt mal einfach ein doppelt versuchen. Ihr seht selber jetzt bei mir, ich habe das jetzt dreimal gemacht und jetzt kam immer was anderes raus. Jetzt können wir sogar eine Machete selber machen. Ziemlich cool. Machete! Oh, kennt ihr den Film Machete? Finde ich voll gut. Und wir können immer noch vier Rezepte daraus machen. Also es bleibt spannend. Wir nehmen jetzt aber dennoch mal die Woodplanken und da brauchen wir auch noch was. Ach, mehr können wir da eh nicht draus machen. Okay. Kann ich jetzt nicht noch Woodsticks daraus machen? Ich kann Woodsticks daraus machen. Vielleicht mal eben Discover machen. Kann man mit den Woodsticks und der Woodplanke was machen? Oh, Basic Shack Door. Eine Holztür. Geht allerdings kaputt, dürft ihr bedenken. In der jetzt aktuellsten Version ist eine Metalltür richtig angebracht. Die geht nämlich nicht kaputt. Also nur mal so zum Verständnis. Wer das einmal mal testen möchte. Basic Shack. Okay. Eine kleine Holzhütte, kann man sich nicht viel bewegen. Zwei Leute passen rein, glaube ich. Vielleicht sogar drei, aber mehr auch nicht. Ist aber dann nicht so toll. Dann kann man auch nichts mehr reinstellen. Also man kann vielleicht einen Grill reinstellen, das war's dann, oder einen Ofen. Aber dann eine noch eine Person da drin, das wäre zu viel. Das passt einfach nicht. Oh, Hydration. Wir hydrieren hier halb. Oh, guck mal. Oh, damit kann man Feuer herstellen. Bowdrill. Ziemlich cool, wenn man kein Feuerzeug gefunden hat, dann kann man daraus oder mit dem Ding Feuer machen. Ziemlich cool. Wir versuchen das Ganze nochmal. Vielleicht kommt ja noch irgendwas raus, was war. Nee. Kann man nichts mehr machen. Das hatten wir schon getestet, geht auch nicht. Und damit mit Woodsticks. Oh, cool. Combat Knife. Das gibt's jetzt. Können wir schon Combat Knife machen? Ziemlich cool. Ein Kampfmesser. Bäh. Ich bin ja gefährlich hier. Gefährlich unterwegs bin ich. Jetzt wird es irgendwann weniger hier. Aber wir machen das, ne? Immer wenn wir jetzt einen Rohstoff gefunden haben, dann gucken wir mal da rein. Und dann, wartet mal. Ach, seht ihr? Dieses olle Ding, das mache ich mal da rein, weil wir haben doch jetzt unser voll gefährliches Kampfmesser und Munition haben wir auch. Oder sogar sehr gut noch erhalten, das Messer. Was ich noch nicht gemacht habe, jetzt geguckt habe mit dem Branch. Ah, da können wir noch nichts machen. Okay, gehen wir aber mal weiter, würde ich sagen. Oder ich höre einen Zombie. Oder? Ach ne, ein Spieler. Hey! Hey. So sagt man sich, hi hier. Das ist so toll, dass man jetzt keine Angst mehr haben braucht vor Spielern, die einen umlegen. Weil er hatte jetzt eine Pistole gehabt, der hätte mich 100% umgelegt. Ohne mit der Wimper zu zucken. Und ich hätte dann im Dreck gelegen. Das wäre nämlich jetzt wirklich im PvP nun mal so, ne? Also das ist wirklich jetzt krass geworden. Das muss ich selber sagen. Ist eher unschön, aber ich sehe ja selber auch, wie schnell man hier Waffen kriegt. Es ist einfach so. Mein Gott, erschreckt mich doch nicht. Ja. Jetzt schießen die hier alle wieder rum wie im Western. Ja, das lockt natürlich Zombies an, die diese Schüsse.
Und die werden dann auch schon mal ganz kirre dadurch, die Dinger. Und ich habe auch heute gesehen, die baggen sich manchmal durch den Boden, von den Häusern hier. Aber zum Glück können die keine Türen aufbrechen. Das finde ich immer noch am schönsten. Dass sie das noch nicht können. Einfach. Wir machen uns mal voll Camo hier. Camo machen wir. Ja, und der ist auch noch scharf auf mich, obwohl ich das gar nicht gewesen bin. Blöder Zombie. Wartet mal, wo gehen wir denn hier eigentlich lang? Ich hätte mal auf die Karte gucken sollen. Ich glaube, da geht's nach Pleasant Valley. Bin mir aber nicht sicher. Wartet mal, da geht mir gerade einer auf den Sack. Oh, aber sowas von gar nicht getroffen. Was ist denn der Pfeil denn? Kennt ihr Gillette ab... Gillette ab die? Ich, das ist mein Messer! Der musste einfach jetzt mal sein, okay? Nein, wir kraften uns jetzt mal hier... Wir kraften. Das ist auch ein Wort, ne? Kraften. Wir machen mal Pfeile herstellen. Damit wir Pfeile haben. Damit wir ein bisschen besser geschützt sind. Und der verarbeitet das ganze Holz, ne? Also wir brauchen keine Woodsticks oder so. Das finde ich ein sehr gutes Kraftsystem. Ich fange jetzt schon wieder an Kraft zu... Ich will das eigentlich gar nicht sagen. Aber ich sag's trotzdem irgendwie immer. Deswegen gut, auch wenn man jetzt zum Beispiel so einen Baumstamm mit sich trägt, das sind ja eigentlich so Stämme, sind das ja auch mehr oder weniger. Dann verarbeitet er das erst zu Planken, Holzplanken, und dann verarbeitet er das weiter zu diesen Hölzern. Jetzt habe ich das zum ersten Mal erlebt, dass mich ein Zombie gepackt hat. Hatte ich vorher noch nie gehabt. Zum ersten Mal jetzt. Oh, toll, hätte es auch behalten können, ehrlich. Dann gib mir doch mal meinen Pfeil wieder wenigstens. Ah, er ist sozial. Du bist nicht sozial. Du bist voll assi. Gibst du meinen Pfeil wieder? Oh, danke. Voll nett von dir. Ich würde auch gerne mehr einen Speer bauen. Ich würde den euch gerne präsentieren, weil ein Speer ist richtig lustig hier im Spiel. Aber wir gucken jetzt erstmal, wo sind wir? Ah, da sind wir. Ranchito Kankito. Unter uns ist Quornberry, also da lang ist Quornberry. Und dort ist Ranchito Taquito. Ich würde sagen, wir gehen jetzt die Straße hier einfach lang, bla bla bla, und da lang, da lang, da lang, bis wir dann irgendwann mal da sind. Das ist mein Plan. Hier ist ein Ofen, hier können wir auch direkt was einschmelzen, wenn wir lustig wären. Aber nein. Ich bin nicht lustig. Wir gehen jetzt einfach mal los, wir ziehen jetzt einfach mal los hier in die Welt hinein. Und sammeln nebenbei ein paar Hölzerchen, damit wir Pfeile haben, damit es uns ein bisschen besser geht als, ne? Und währenddessen werden wir ein paar Häuser natürlich reingehen, um natürlich da die Klamotten zu nehmen und so weiter und so fort. Und ja, mal schauen. Da hat einer ein Lagerfeuer gemacht. Oh, jo. Wir nehmen mal die leeren Flaschen mit. Das ist nämlich ganz wichtig. Wenn wir die leeren... Oh, wartet mal. Wir nehmen einfach die Dinger hier mit. Können auch mit... Tab die mitnehmen. So, ach, wir können eine Headshot machen. Brauchen wir eine Headshot? Gerade brauchen wir nicht eine Headshot und darum lassen wir das jetzt erstmal. Das Doofe ist halt an dem Kraftsystem noch, dass man alles einzeln da und anwählen kann. Also, dass man jetzt nicht sagen kann, komm, verwende bitte das komplette Holz. Das muss man echt immer jedes Mal einzeln anklicken. Und ihr seht auch, dass er noch nebenbei Woodsticks herstellt. Und das liegt daran, weil er Planken erst macht. Da seht ihr, er macht Planken, danach macht er Woodsticks und dann kommen erst die Pfeile. Also das heißt, er verarbeitet das selbstständig. Da müssen wir das hier nicht auswählen. Das finde ich ein sehr gutes Kraftsystem. Und ich finde es nicht schlecht. Also ich würde mal sagen, wir kraften uns jetzt die Pfeile jetzt hier komplett. Wir nehmen also das komplette Holz einfach und fertig ist. Nehme ich das jetzt noch mit, das Holz? Ja, ne?
komm. Wir können es immer noch weglegen, wenn wir es nicht mehr für nötig halten. Ah, dann brauchen wir jetzt nicht die ganzen Büsche da wegnehmen. Dann brauchen wir hier keine Rast zu machen. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, Wasser entnehmen könnt ihr euch natürlich an so einem See. Ganz easy und locker. Das hinten hat übrigens ein Spieler gebaut, da bei diesen Barrikaden. Da, oder was da im Wasser halt so steht. Not macht erfinderisch. Im PvE ist das übrigens nicht so, dass die Leute sich Sorgen um ihr Heim machen oder so. Obwohl ich denke, das ist auch nicht lustig, wenn man sich man kann die Dinge einfach aufbrechen. Das muss man sich immer bewusst sein. Was ist das denn hier? Liegt einfach mal Munition am Wegesrand. Und noch so eine leere Empty Bottle. Das ist ziemlich cool. Futter. Können wir alles gebrauchen. Vor allem, weil wir Empty Bottle zum Beispiel hier reinsetzen können. Und dann können wir damit irgendwas... Okay, klappt jetzt gerade nicht. Aber mit Dirty Water zum Beispiel. Bams! Und schon haben wir da wieder was erforscht. Läuft mit uns, läuft. Ja gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Wenn wir gleich nämlich ein Lagerfeuer gefunden haben, dann können wir das Wasser aufkochen, dann können wir unsere Hydration vorstrecken. Ich würde sagen, dann gehen wir gleich mal... Eigentlich müssten wir, glaube ich, nach geradeaus weiter, ne? So wie ich das richtig gelesen hatte. Ich glaube, wir haben auch noch genug, ne? Wir hatten, glaube ich, Wasser gefunden. Das reicht erstmal. Also, ich bin jetzt genug mit dem Spiel vertraut. Ich kann das jetzt ungefähr einschätzen. Und all so ein Blödsinn. Also, alles cool. Ich glaube nicht, dass wir jetzt im PvE sterben werden. Wenn wir sterben werden, dann liegt das an irgendwas Dummes. Denn es ist immer noch der Fall, ich hatte das heute auch gehabt. Das Spiel ist abgestürzt, weil ich gezwitscht habe, weil ich geguckt habe, was brauche ich für ein Rezept oder wie auch immer. Ich habe mir nämlich eine Bombe, habe ich mir nämlich gebastelt gehabt. Und dann habe ich dann halt gezwitscht, wie man das halt so macht, ne? Und dann ist das Spiel tatsächlich gecrashed und ging dann back to desktop. Und in der Zeit, wo das Spiel sich beendet hatte, zu dem Zeitpunkt, war ich immer noch im Spiel drinne und anwesend. Allerdings habe ich keinen Schaden genommen. Denn ich wurde nämlich geschlagen vom Kollegen und ich hatte trotzdem noch nach dem Einloggen dann wieder 100%, aber ich war halt noch sichtbar. Das will ich euch einfach damit sagen. Also, wenn ihr selbst Logout macht und diese 10 Sekunden vorbei sind, ihr steht immer noch ein paar Sekunden, immer noch seid ihr anwesend. Das dürft ihr einfach nicht vergessen. Und darum müsst ihr euch wirklich sicher sein, dass ihr in Sicherheit auch wirklich seid. Weil es bringt nichts. Was war das denn für ein Geräusch? Weil es bringt nichts, wenn ihr da irgendwo in der Pampa steht oder vor einem weggerannt seid oder wie auch immer. Ihr könnt immer noch erschlagen werden, auch wenn ihr in der Browser-Lobby seid, wie gesagt. Ne? Also das ist alles scheißegal. Unterschätzt das nicht. Ne, den Wolf lassen wir mal eben in Ruhe. Obwohl wir uns gerne mit dem anlegen könnten. Da hätten wir auch Wolfsfleisch und so und könnten dann auch ein bisschen was herstellen. Aber lasst uns jetzt erstmal diese Folge wirklich Rezepte einfach nur craften und gucken, wo wir uns aufbauen. Hier war ich schon mal. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, wir müssen jetzt die Straße da lang, wo der Wolf gerade reinrennt. Yeah, der Käppi. Affengeil. Läuft bei uns. Läuft. Ey, geh weg. Die sind nämlich voll lästig, die Dinger. Ach, da ist gar nichts drin. Ja, ja, ja. Lass mich in Ruhe, du blöder Wolf. Er backt übrigens durchs Auto.
Erkenne deine Gefahr, mein Freund. So. Wolltest du es nicht anders? Oh, kann ich die mit dem Messer hier eigentlich? Jawolle. Denn das ging. Oh, jetzt sind auch die Pfeile weg. Na, ist ja egal. Wartet mal, wir trinken mal eben mal was. Oh, wir hatten noch eine empty Bottle gehabt. Wir können auch dreckiges Wasser. Oh, ich habe jetzt echt gedacht, ich habe jetzt noch eine richtige Dingens hier. Aber habe ich gar nicht. Ein richtiges. Was wollte ich denn jetzt sagen? Taschenlampe brauchen wir gar nicht. Tactical Light. Die Dunkelheit werden wir nicht erreichen, dass wir hier nichts mehr sehen. Also. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Achso, mit dem Messer konnte man da den Wolf nicht entweiden oder sowas. Aber mittlerweile geht das. Finde ich cool. Voll toll. Wir machen das jetzt mal so auf 20. So, ja, lassen wir so, ne? Und jetzt können wir es übrigens wieder discovern. Mit Animal Fat zum Beispiel. Mit Animal Fat können wir Bio-Sprit herstellen. Ziemlich cool. Für Autos, wenn wir ein Auto gefunden haben, dann können wir das einfach nur auf dem auf so ein Lagerfeuer drauf machen, das Fett. Und dann entsteht halt tatsächlich Treibstoff. Finde ich richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So, was haben wir denn jetzt? Oh, wir brauchen Woodsticks, glaube ich. Oder ein Branch geht auch. Ah. Und schon haben wir eine Fackel her, können wir herstellen. Ja, wenn wir lustig werden, könnten wir das tun. Jetzt machen wir mal noch Wolfmeat rein. Dann können wir Wolfsteak herstellen. Das ist schon mal ein guter Anfang, denke ich. Also wir sind wirklich gut dabei. Die Frage ist, mache ich jetzt mal eben daraus noch eine Planke und gucke, ob ich da noch was herstellen kann. Ich guck mal, ob wir da noch irgendwas... Nein. Können wir nicht. Okay. Aber warte mal, dann mache ich noch raus mal noch einen Woodstick. Vielleicht können wir dann noch mal was draus machen. Ja, man muss echt immer mal ein bisschen rumprobieren. Also auch die Anzahl mal vielleicht verändern oder so. Manchmal braucht man nämlich 4 Woodplanken sogar. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal hier lang. 4 Woodplanken und dann habt ihr wieder ein ganz anderes Rezept. Dann kriegt ihr dann raus. Also müsst ihr echt mal immer mal gucken. Und ein bisschen verändern, wie gesagt. Variieren. Dann kriegt ihr schon was Gutes bei raus. Wollen wir noch mal gucken, nee, was wir hier noch so erleben. Mit dem letzten Patch, der rauskam, gab es auch jetzt endlich mal unterschiedliche Hosen. Das gab es nämlich vorher nicht. Da hat man jetzt unterschiedliche Hosen gehabt. Die es jetzt gibt, auch Tarnhosen, finde ich richtig gut. Und aber auch andere Oberteile, die unteren auch so einen Wiesentarn haben, kann man fast sagen. Also... Man kann sehr wohl gut getarnt sein, aber das Problem ist, wenn ein Spieler in weiter Ferne ist, kann man den immer noch sehen, weil es ist einfach, der Spieler wird nicht farbig angezeigt, sondern das Spielermodell wird angezeigt und das ist schwarz, das erkennt man dann am Horizont, das sieht man. Dann ist da halt so eine schwarze Gestalt, die da rumrennt und wenn man näher rangeht halt, dann werden halt die ganzen Details geladen von den Klamotten dann erst und dann erkennt man die Farbe, beziehungsweise dann erst die Tarnfarbe kommt dann erst zum Vorschein. Aber wenn der Spieler so weit weg ist, dann ist er halt ein schwarzes, wirklich ein schwarzes Männchen, was dort rumläuft. Das ist mir einfach mal aufgefallen. Also für PvE ist das sowieso nicht relevant. Das ist ja dann scheißegal, aber für PvP ist das richtig relevant. Weil damit kann man andere Spieler einfach sehen. Da vorne zum Beispiel ist ein Spieler. Und er schießt gerade einen Zombie ab oder was? Da seht ihr, die werden mir jetzt zum Beispiel schwarz angezeigt. Und gleich werden die farbig angezeigt. Und da oben ist ein Hauptquartier. Ah, der hat einen Bogen in der Hand. Aber wir gehen jetzt erstmal, gucken jetzt wirklich erstmal alles durch. Und können mal vielleicht gucken, ob wir auch woanders reinkommen oder so. Oh, guck mal, da hat einer neben dem Lagerfeuer Speerspitzen gemacht. Auch nett. Ah, wir brauchen dringend Wasser. Wir kochen uns jetzt auch Wasser. Ich esse das, dann spawnt ein anderes daneben.
Wir müssen uns aber. Warte mal, ich guck mal noch, ob hier irgendwo ein Feuerzeug liegt. Weil dann müssen wir uns das nicht. Ach, guck mal, ich habe hier auch ein Fernglas. Können wir auch mal direkt nehmen. Jetzt habe ich einen Wutstick genommen. Ja, also. Gibt's nicht. Dann müssen wir uns das mal eben. Ah, ich werde gestochen. Aua. Oh, guck mal. Jetzt wird mir schon das Health angezeigt. Wir müssen uns mal eben so eine Bandage hier rein pfeifen. Da, Bowdrill, da haben wir es doch. Und jetzt macht das ganz bequem herstellen. So. Und jetzt können wir das Campfire, das Dirty Water reinmachen. Dirty Water. Und natürlich hier den Wolfsbraten mit reintun. So. Dann müssen wir hier nur. Das aktivieren. Dauert länger. Man kann Feuerzeuge finden, geht es natürlich viel, viel, viel schneller. Würde ich auch jeden an Herz legen. Ein Feuerzeug. Das Problem ist, ihr müsst auf euer Campfeuer aufpassen, weil wenn da gleich einer kommt und dann da rangeht, der kann euch das natürlich logischerweise klauen. Ist dann nicht mehr so toll. Ey, liegt Munition hier vorne. Oh, eine Wasserpulle. Es geht eigentlich relativ schnell. Ihr könnt eigentlich dranbleiben. Guckt, da haben wir schon perforiertes Wasser, Wolfsdick. Und jetzt können wir auch wieder was Neues herstellen. Mit diesem Wasser zum Beispiel. Oh, hier können wir auch was draus machen. Brauchen wir denn da noch? Ich glaube, irgendwas fehlt uns da noch. Ah, die Dose müssen wir unbedingt behalten. So, dann können wir mit dem Wasser hier zum Beispiel das hier herstellen. Nämlich Schwarzbeerensaft. Ja, finde den Namen. Können wir da jetzt mit irgendwas machen? Nee, ne? Auch nicht. Können wir jetzt hier noch irgendwas Besonderes machen? Auch nicht. Ach, hier können wir noch irgendwas machen, aber. Ach so. Ja, gut. Dann können wir jetzt daraus auch vernünftiges Wasser machen. Bringt's auch eigentlich, aber machen wir jetzt daraus noch was? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, eine Fackel können wir ja jetzt machen. Auch eigentlich. Wir könnten jetzt erstmal was trinken, bin ich ganz fester Meinung. Wir könnten jetzt natürlich auch diesen Saft machen, aber nein. Mache ich nicht. Oh, wir haben kein Space for that, kein Ding. Dann essen wir das einfach. Bevor wir weitergehen. Das Lagerfeuer brennt auch ziemlich lange, finde ich auch nicht schlecht. Oh, guck mal, da ist schon wieder Munition gespawnt. Was für ein Wunder. Gucken wir jetzt noch einmal in die Autos rein. Ach, Fernglas ist da drin. Ihr könnt es natürlich rausnehmen und warten, bis das wieder neu spawnt. Spawnen ja immer wieder andere Sachen da drin. Ach so, Open Chest. Ja, okay. Essen wir einfach auch jetzt mal. Würde ich sagen, dann ziehen wir jetzt einfach weiter. Dann haben wir jetzt hier genug gesehen. So ein Feuer ist natürlich betrügerisch im PvP. Logischerweise. Denn es zieht da noch Rauch nämlich auf. Und den Rauch, den kann man wirklich ganz gut erkennen. Von weiter weg. Und wie gesagt, Zombies lockt das sowieso alles an hier, wenn man länger hier irgendwo bleibt. Wie gesagt, auch wenn geschossen wird, das haben wir ja vorhin gesehen. Wie gesagt, das Feuer, das sieht man von weiter weg auch. Ich guck mal eben, ob das Camp dort hinten der rennt ja auch schneller, wenn man schneller rennt. Das ist für einer. Ich guck mal eben, ob das aufgebrochen ist, das Camp. Oh. Nicht mit mir, mein Junge. Nicht mit mir. Hä, wo ist der eine Zombie hin? Weggespawnt oder was? Diese Hasenfallen hier, das sind Hasenfallen. Da kommt ein Hasenfleisch, wie ihr seht.
Die braucht man nicht auf den Boden hinstellen. Weil sonst kommen dann welche so wie ich und klauen euch das Fleisch raus. Oh, haben sie zugemacht. Das kann man ganz leicht aufbrechen. Also, wir kommen da noch zu, ne? Wie das aufgebrochen wird. Das ist ganz easy going, ist das. Da heulen die meisten drum mittlerweile. Jetzt können wir schon einen gekochten, beziehungsweise labierten Hasen können wir herstellen. Wir können auch irgendwas mit dem Wolf. Achso, da brauchen wir bestimmt Salz für. Guck mal, der Zombie, der hat das Feuer gesehen. Der jagt den Hasen. Der hat den Hasen gejagt. Wie süß. Das ist spart. Warum läuft der so lange? Ich hätte es einmal geschafft, dass der ein bisschen schneller gerannt ist, mein Spieler hier. Mit gespanntem Bogen. Aber irgendwie. Komm, den Hasen grillen wir mal hier noch. Sind wir immer auf der sicheren Seite. Rabbit Meat. Da kann man auch noch viel Blödsinn mitmachen. Viele Rezepte erstellen, meine ich. Ich höre irgendwas rumrennen. Verdammt, wir brauchen da irgendwas. Okay. Nein, ich bin nicht dein Freund. Ich will auch nicht mit dir spielen. Geh weg. So. Machen wir einfach mal weiter hier. Oh, wir könnten mal wieder, naja, gleich Bögen wieder herstellen. Ich weiß nicht, was liegt jetzt, das könnte uns jetzt vor uns liegen. Ne, Ranchito ist das nicht, das ist, wenn dann ist das diese eine Siedlung da. Die es da gibt. Gibt. Jetzt muss ich mal eben gucken. So, ja, habt ihr jetzt schon ein paar Rezepte gesehen und wie gesagt, das variiert. Nur mit der Anzahl, wenn dann. Eine verschiedene Anzahl habe von verschiedenen Sachen. Wir haben auch viel Metall jetzt gefunden. Und wir finden weiterhin sehr viel Metall. Blue Backpack. Wir müssen erstmal auch viel Metall finden und sowas alles. Dann können wir nämlich später uns einen eigenen selbstständigen Rucksack herstellen, der 1200 Platz uns verschafft. Dieser Rucksack jetzt hat 1000 hier. Also 1200 ist ziemlich toll. Besonders wenn wir jetzt hier in so einer Stadt angucken. Wir sind jetzt echt in einer Stadt? Ist das nicht ein Vorort normalerweise? Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo ich hier lang gelaufen bin, muss ich ehrlich gestehen. Ich gestehe. Oh, ein Wolf hier wieder in der Nähe. Da haben sich lustigerweise baut sich in jedem Server dort einer auf, aber ich glaube, hier hat sich keiner aufgebaut, oder? Manche machen das wegen der Umzäunung wahrscheinlich. Warum bauen die sich hier auf? Aber hier ist nichts. Aber ich glaube, hier spawnt auch Munition. Ah, doch, hat sich doch einer aufgebaut. Allerdings ist die Tür aufgebrochen. Oder aber er hat keine Tür gebaut. Aber wie gesagt, die Holztüren gehen kaputt. Metalltüren gehen bisher nicht kaputt. Doch, hat ein Lebensbalken. Ihr seht den Balken da oben drüber über die Hütte, den weißen. Und der ist ein bisschen geschadet, also heißt hier tatsächlich einer drauf rumgeprügelt. Und wir haben eine Pistole. Wir müssen nur mal eben was weglegen. Fernglas? Brauchen wir Fernglas? Nein, brauchen wir nicht. Lieber haben wir eine Pistole. Oh, da haben wir auch gleich passend Schuss hier. Aber wie gesagt, ich würde den PvE-Spielern wirklich wärmstens an Herz legen. Macht es doch bitte. Spielt einfach mal wirklich PvP. Sicher wird man da Niederlagen erleben und herbe Rückschläge erleben. Aber ihr müsst es euch einfach mal so vorstellen. Ihr habt reelle Chancen, was zu erreichen. Und das geht wirklich schnell, meines Erachtens nach. Besonders geht es am einfachsten, wenn ihr euch eine Basis aufbaut. Aber logischerweise ein bisschen, ne? Mit Gehirn, weil wenn ihr sinnlos irgendwo rumbaut im PvP, macht das natürlich alles keinen Sinn, sich dann aufzubauen, weil wenn ihr eine Basis erst einmal eine Basis erschaffen habt, dann dauert es nicht mehr lange.
Ich bin jetzt wirklich am Zögern. Ihr merkt es, ne? Wenn einer schießt hier, ich bin so ein bisschen am Zögern, weil ich kenne es nun mal vom PvP, ja? Dann geht man nämlich ein bisschen in Deckung und überlegt dann, okay, laufe ich jetzt hier noch wirklich so rum wie jetzt die ganze Zeit? Oder achte ich mal ein bisschen auf meine Umgebung? Jetzt überlegt man sich nämlich alles zweimal hier. Water, ach, dieses olle Wasser. Komm, saufen wir aus. Lass mal stehen da. Du droppt. Ah, die Hose, die will ich haben. Brunch. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich wollte den Brunch eigentlich behalten. 3 empty bottles. Haben wir Hunger? Nein, wir haben keinen Hunger. Wir haben Durst. Komm, dann trinke ich. Und dann haben wir noch eine leere Pulle. Ach, hier hätten wir auch. Ach so. Jetzt geht das. Camo. So, jetzt haben wir doch bestimmt hier irgendwo. Genau, Black Jeans. Die können wir droppen. Die. Scheißegal. Da läuft ein Spieler. Wenn wir auf den schießen, meint ihr, der hat Angst? Bringt natürlich nichts, ist klar. Aber einfach mal aus, einfach nur aus Langeweile, einfach mal auf Leute schießen. Meint ihr, wie blöd die gucken dann? Also ich würde auf jeden Fall blöd gucken, weil, ne, ich bin PvP gewohnt. Und ich habe auch gar nicht mit dem, perfekt. Weil hier, der verbraucht 10. Den schmeißen wir jetzt weg und nehmen hier Feuerzeug. Was übrigens unendlich hält. Unendlich lange. Und ich würde auch sagen, wenn wir gleich ein Jagdgewehr haben, werden wir den Bogen einfach wegschmeißen. Weil zurzeit ist das ja nun mal so, wir kommen sehr schnell hier an Waffen. Seit den letzten Updates. Ich würde gerne die Axt mitnehmen. Aber das Kampfmesser ist eigentlich auch nicht schlecht. Was tun? Was tun? Wie schwer ist es denn? 100. Komm, wir essen jetzt hier mal hier den hier. Boah, die schießen echt alle rum wie in den Wilden Westen. Und dann legen wir das Messer hier rein. Ja, wir brauchen dann tatsächlich eine Basis schon, also. Macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt hier die Sachen dauernd mit mir mitschleppe. Oh. Schreddern wir einfach das Teil hier. Boah, eine Brille. Gegen die aggressive Sonne haben die Entwickler geschrieben. Darum haben sie die Brille reingemacht. Weil die Sonne so schlimm war. Das hat einen Grund. Es war ein kleiner Joke. Nämlich seitens der Entwickler, die Sonnenbrille. Weil nämlich es gab einen Patch, der irgendwas beheben sollte. Hatte leider das Gegenteil mit sich dann noch gebracht, nämlich Bugs ohne Ende. Und da war auf einmal, für kurze Zeit, war nicht sehr lange, aber war schon nervig. Es war nämlich zu hell, man hat nichts mehr gesehen. Oh, guckt euch mal da an, da oben hat sich einer so eine Regendingens gebaut, damit er Wasser kriegt. Da war die Sonne so hell, man konnte das echt nicht spielen. Auch in den Gebäuden selber, drin, wenn man drinnen war, hat das immer noch geblendet von draußen, das Licht. Aber seit die das behoben haben, dass das jetzt also nicht mehr so hell ist, sondern jetzt eigentlich normal ist, wie ich finde, gibt es allerdings keinen Regen mehr. Und der Tag- und Nachtwechsel, der läuft jetzt auch nicht mehr so fluffig ab, wie er einst war. Ach, wisst ihr was, wir wollen ja gar nicht reingehen in die Häuser. Hier sind eh immer nur dieselben Sachen drin. Wir gehen mal dahin, wo mehr Lustiges ist. Ja, und dadurch, weil das so hell gewesen ist, haben die dann halt einen Fix rausgebracht. Weil es hat wirklich viele genervt und es war auch nicht so toll zu spielen. Die bringen jetzt übrigens noch nichts, also die werden wir auch jetzt nicht mitnehmen. Diese Immun, was auch immer, Booster, keine Ahnung was. Auch Medikamente, die lassen wir erstmal noch alle schön liegen, brav. Weil wir brauchen den Blödsinn einfach nicht. Hey, Zombie, hier bin ich. Ja. Einfach mal umdrehen. Dann weißt du, wo man ist.
mal kurz einen Prozess gemacht. Und darum lassen wir die Medikamente erstmal da liegen. Unwichtig. Vor allen Dingen jetzt traut man sich endlich mal auch mal so mit den Waffen zu schießen auf Zombies. Weil das ist wahr, ist oder das ist einfach nun mal nicht möglich im PvP. Man kann natürlich auf Zombies schießen, aber dann wird es dann halt nur blöd, wenn dann andere mitkriegen, dass man in der Nähe ist. Dann lebt man meistens nicht lange. Auch die Spritzen, also wie gesagt, Spritzen, Medikamente, damit kann man noch nichts anfangen. Klar, mit leeren Spritzen könnt ihr Zombies das Blut abnehmen, dann habt ihr den Virus H1Z1. Aber könnt damit nichts machen, außer ihn an, doof angucken nur, ne? Also der bringt's noch nicht. Aber vielleicht irgendwann in späterer Zukunft sehr wohl. Aber was die Entwickler auch schon gesagt haben und oder schon mal vorerst gesagt haben, warum kann ich das Auto nicht looten? Was ist das denn für ein Scheiß? Was sie gesagt haben, dass man seinen Charakter wohl. Jetzt gab es hier eine Fehlermeldung. Ich muss mal einmal gucken, da macht mir nämlich Angst. Fehlermeldung macht mir Angst. Ich gehe mal in die Toilette rein. So, da bin ich wieder auch sofort an gleicher Stelle wieder zurück. Es war keine wichtige Fehlermeldung für uns hier beeinträchtigt. Aber ich habe gesehen, wir sind mit der Minutenanzahl durch. Ich will nicht länger als 45 Minuten machen, weil dann wird es ja doch wieder zu anstrengend. Und darum würde ich sagen, ich verabschiede mich hier in der Toilette hier von H1Z1 und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Spätestens, bis es ein Update natürlich gibt. Bis dahin. Ciao, ciao.